Hallöchen zusammen, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Silence. Letzte Runde sind wir auch schon wieder so ein bisschen stecken geblieben. Wir sollen so ein Sicherheitsnetz bei Noah finden. Die geheime Botschaft hängt ja auch noch in den Lüften. Und wir kommen hier bei Noah jetzt momentan nicht weiter. Ich habe jetzt ein bisschen geschaut, was wir machen müssen. Und zwar bei Winnie hatten wir auch das Problem, dass es da nicht weiterging. Ich hatte alles probiert. Und jetzt kommt der Clou. Tja, da zeigt sich halt einfach mal wieder, dass... guten Tag. Da zeigt sich einmal wieder, dass das Ganze hier ein bisschen anders gespielt werden muss. Denn ich komme ja nicht vorbei an dem Sucher. Wir haben hier auch nur die Interaktion mit dem Speer und mit dem Versteck halt. Und man muss warten, bis der Sucher eben wegguckt. Und darauf bin ich jetzt sofort nicht gekommen. Ich habe es halt mehrmals versucht mit dem Versteck. Okay, gut. Ab hier weiß ich nichts mehr. Ich habe keine Angst vor dir. Wenn er jetzt wegschaut? Jetzt oder nicht? Winnie, was machst du denn? Bist du verrückt? Hey, hey! Schau her zu mir! Ja, dich meine ich, du hässliches Vieh! Ja, Winnie, du musst dich jetzt befreien. Was? Ach nein. So siehst du ja immer aus. Blöd, ich kann nicht. Das Monster würde mich sehen. Ja, gerade aber nicht. Du auch noch. Hallo. Meine sind auch nicht gerade. Das gebe ich zu. Jetzt. Schnell, aber das Winnie. Ist in Ordnung. Weil ich sie nämlich nicht dafür gebrauche, arme Leute zu verfolgen und ihnen Angst einzujagen. Winnie. Hast du eigentlich schon mal in den Spiegel geschaut? Mist. Nein? Du ich weiß doch nicht, mal, Winnie, was willst ist? Du? Mist. Da hast du nichts verpasst, glaub mir. Komm hey, schon, hey. Ach, sie hängt Schau fest. Zu mir. Ja, dich meine ich, du hässliches Vieh. Das habe ich doch gar nicht gesehen, dass sie da festhängt. Nicht dein Ernst, Winnie. So was machst du. Oha. Ungünstig, ungünstig, voll ungünstig. Was? Warum lässt du... Er bemerkt mich nicht, Sam. Er hat mich nicht gesehen. Und gehört hatte mich auch nicht. Egal, bring dich in Sicherheit. Letzte Chance. Ich zähle bis drei. 1, 5, 7. Das... Der Sucher hat uns schon das erste Mal nicht bemerkt, sondern eher geholfen. Was ist denn an Winnie so besonders? 3! Du bist großartig, kleine Lady. Und du bist kugelrund. Juhu! Sam gerettet! Yay! Ja, wie gut. Dann sind wir jetzt bei Winnie auf jeden Fall schon mal ein Stück weitergekommen. Aber der Sucher, der bemerkt sie irgendwie nicht. Er hört sie auch nicht und er hilft ihr. Warum? Frage ich mich. Was ist da passiert? Was macht Winnie so besonders? Ha, das bleibt echt ein Rätsel. So, Winnie konnten wir helfen. Der Vogel ist weg. Und wir können eigentlich nichts mehr großartig machen. Ich hoffe, Kyra kann ihre Stadt bald wiedersehen. Kalimar, so eine richtige schöne Stadt in den Bergen. Aber gerade in dem Vorscreen waren wir ja noch wesentlich weiter dran, ne? Wir entfernen uns eigentlich. Ich hoffe nur, dieses Camp gibt es wirklich. Und die Wurzel, die... Erst muss ich den Abgrund absichern. Die Wurzel, die zuckelt auch nicht mehr. Wir können hier nichts machen. Okay, nochmal rein in das Loch. Aber da komme ich nicht weiter. Ich habe absolut keinen Ansatz, was wir da unten jetzt noch machen könnten. Außer es hat sich irgendwas verändert. Irgendwie nicht. Loch nach oben. Wie Setan. Ich bleib nicht länger als nötig. Ha, mein lieber Spot, ich glaube, du bist hier irgendwie die Rettung, aber ich wüsste nicht wie. Und da bin ich nochmal zurück.
Wahrscheinlich habe ich euch das mal kurz ausgeblendet. Ich bin tatsächlich immer noch nicht bei Noah weitergekommen. Ich habe nochmal alles probiert. War dann eher verzweifelt. Alles mit allem probieren. Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt, was ich da unten machen könnte. Und hatte eben dementsprechend auch schon... Wir hatten ja eh schon alles probiert. Also habe ich, nicht wundern, das mal kurz ausgeblendet. Ich dachte eben auch, weil wir bei Rini so gut vorangekommen sind, dass uns das jetzt irgendwie geholfen hätte. Tat es aber nicht. Und ich muss den... Oder unseren lieben Spawn... Ja, Spawn, entleer dich mal. Ich muss unseren lieben Spot mit der Kluft hier hinten verbinden. Das habe ich natürlich alles schon probiert. Ich hatte es mit dem Abgrund. Anscheinend nicht mit der Kluft. Oh, oh nein. Naja, immerhin aber jetzt diese Stelle. Bin hier tatsächlich nicht weitergekommen. Absolut nicht mehr. Ja, Spot, du bist wirklich mein Held. Oh je, oh je, oh je. Spot, du bist schon ganz schön... Er ist relativ steif, muss man sagen. Geht das jetzt schon als... Sogar unter der Erde hängen die Wurzeln für mich zu hoch. Ja, ja, komm. Oder wir gehen mal weiter. Man kommt hier immer nur so stückweise voran, ne? Das ist ein bisschen... Ja gut, aber es müsst du doch jetzt halten für Kira. Aber ich komme wieder nicht vorbei, weil ja die Tentakeln... Spot, du müsstest irgendwie beides machen. Das könnte ich natürlich von hier aus noch probieren, ne? Warte mal, Spot. Mach mal die Tentakeln. Ja, bitte. Einmal darfst du noch. So, wir wechseln jetzt auf die andere Seite. Spot muss sich entleeren und wir benutzen ihn gleich als Kluftbrücke. Ja. Wow. Sehr gut. Haben wir das? Ja, hoffentlich hältst du da auch. Jetzt kann sie fallen. Oh, was für ein Unterfangen. Ganz schön tricky hier teilweise. Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Mal sehen, ob ich richtig liege. Ma? Bitte, bitte, bitte. Dass das jetzt gut ausgegangen sein, bitte. Das wäre fantastisch. Sie hilf hängt. Mir, Spot! Sie hängt jetzt tiefer. Ah. Na gut, das hätte ich doch aber auch schon vorher machen können, oder nicht? Oh, Mann. Spot, du bist echt so mein Held. Okay, sehr gut. Unglaublich. So, Spot, jetzt nochmal das Ganze. Mit der Kluft. Auf geht's, mein Guter. Und dann haben wir es auch hoffentlich. Das müsste jetzt reichen. Wenn Noah hochspringt... Ich zieh dich da raus. Na los! Kira, komm mal. Hab dich! Hoppla! Oh.
Kira, lebst du noch? Hallo? Puls. Mund-zu-Mund-Beatmung. Lebenszeichen. Kein Puls. Was, echt jetzt? Ich höre auch keinen Herzschlag. Das ist nicht dein Ernst. Kira? Ja. Erste-Hilfe-Kurs. Kurs. Wie ging das nochmal? Ja, auch zu quatschen und helf ihr! So. Und weiter pumpen. Immer schön pumpen. Ja, Spot, du kannst auch ein bisschen Mund-zu-Mund-Beatmung machen, wenn du willst. Hallo, so langsam. Haben wir noch irgendwas? Mund-zu-Mund, weiter. Auf geht es. Kopf nach hinten, Noah. Ihr sollt's nicht lauschen. Mach weiter. Wiederbelebung. Kyra. Oh je. Kyra. Oh je. Ja, es hilft auch voll, wenn dir eine watscht. Los. Oh, Spot. Tu was. Halt endlich die Klappe. Ja, Spot. Gelee. Ah, ich weiß Bescheid. Ja, ja. Das wird unser Defi, meine Guten, meine Lieben. Das ist nicht dein Ernst. Oh. Was? Wo ging denn dieser Stachel jetzt hin? Und was jetzt mit Kira? Ist die Tatsache tot? Das glaube ich jetzt nicht. Also, ich glaube das wirklich nicht, aber wir müssen ihr irgendwie helfen. Kira? Bienenkönigin? Stachel? Was ist passiert? Ja, gut, immerhin das. Wow. Ist das jetzt so ein Honigstrahl oder was? Was? Was ist passiert? Dass es hier ein bisschen ruhiger ist. Aber da lag ich wohl falsch. Du bist ein komischer Typ. Kann sein. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich ein Clown. Ist er Tatsache der Clown? Komm zurück. Alles klar bei dir? Ich glaube schon. Was hast du denn den Haaren? Was? Was meinst du? Wo sie meinte, oder wo er meinte, ist er denn jetzt der Clown aus The Whispered World? Das ist irgendwie, sehe ich da aber noch keine Parallelen. Und Kira, warst du jetzt wirklich tot oder haben wir dich so defibrilliert? Weil das kann urgefährlich werden. Wir sind mal ehrlich. Du hast da eine schneeweiße Haarsträhne. Was? Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Hast einen Geist gesehen? Solange es nur eine Strähne ist? Wir sollten hier verschwinden, solange das Biest noch ruhig ist. Okay.
Oh, puh, endlich diese Passage geschafft. Tja, hat die Kira jetzt eine weiße Haarsträhne. Das ist doch okay. So wahrscheinlich echt durch den Defibrillator passiert. Aber wie dem auch sei, ob sie jetzt Tatsache tot war oder nicht, das hätte auch echt nach hinten losgehen können, ne? Also ich hoffe, Noah weiß genau, was er da tut. Und übernimmt auch die Verantwortung. Oh je, die Bienen rappeln sich wieder auf. Oh nein. Hey, die Kapsel! Ja. Da will ich jetzt auch mal wissen, was drin steht. Gib her! Du willst sie doch jetzt nicht lesen! Lass uns abhauen! Warte! Ich werf nur einen Blick drauf! Nö, lass sie doch lesen. Ich meine, haben wir es jetzt super eilig? Weiß ja nicht. Verdammt nochmal, ich will hier weg! Was soll das? Da steht ja gar nichts drauf! Her damit! Es steht gar nichts drauf und habt ihr gesehen, am Baum ist wieder das Unendlichkeitssymbol. Ah nee, das war ja der Baum, ne? Ja. Ich wurde verwirrt. Nee, ich habe zwischenzeitlich nicht aufgenommen, aber ja, der war ja schon dran, dieses Symbol. Rini! Oh. Noah! Ich hab dich so vermisst. Und ich dich erst, kleiner Hüpfer. Oh, und da ist der Spot. Komm her zu uns. No. Was schreibt ihr? Was ist mit deinen Haaren passiert? Trägt man jetzt so? Was ist mit der Botschaft? Erstmal entschlüsseln. Janus hat sie mal wieder mit Zitronenschrift geschrieben. Nein, warte. Vielleicht diesmal mit Wachs. Und was machen wir jetzt? Wir müssen den Spiegel finden, um hier rauszukommen. Aber warum denn so schnell? Ist doch schön hier. Spot ist da und bestimmt treffen wir bald auch Sedgwick. Oh, ich liebe Sedgwick. Er sieht bestimmt genauso aus wie du, nur mit einer lustigen Mütze. Sag Rini, dass Sedgwick nicht auftauchen wird? Doch. Pass auf, sobald du so eine Mütze findest, setze ich sie auf. In Ordnung? Oh ja, ich mag Silence. Ich wollte immer schon mal hierher. Also Sedgwick, eigentlich ist, also pass auf, Sedgwick ist eigentlich der traurige, mürrische, depressive Clown aus The Whispered World. Die Hauptfigur aus The Whispered World. Aber das kann, warum sagt er denn, warum behauptet denn nur er wäre das? Ich krieg das noch nicht so ganz auf Kette, aber ich hoffe, das wird nochmal erklärt. Okay. Aber du weißt, was Silence für eine Welt ist? Eine Traumwelt? Ein Übergang zwischen Leben und Tod. Auf welcher Seite wollen wir aufwachen? Wenn wir leben wollen, dann müssen wir den Spiegel zerschlagen und hier raus. Rini, egal was dir jemand anderes erzählt oder was auch immer passieren mag, das Wichtigste für uns ist, hier herauszukommen. Weißt du noch, wie Sedgwick das gemacht hat? Den Spiegel zerschlagen. Von was für einem Spiegel tuschelt ihr? Von dem im Thronsaal. Aha. Weißt du, wie man zum Thronsaal kommt? Naja, ich weiß nicht genau. Von hier aus nicht. Aber ich weiß, er liegt hoch oben. Man kommt da mit einer Lok hin, die auf Luftschienen fährt. Hallo? Woher weißt du von dem Spiegel? Werde langsam sauer, bleib cool, hä? Nee, wir bleiben cool. Ich hab ihn kaputt gemacht das letzte Mal. Wie das? Weil ich der König von Silence bin. Genau! Oh. Es stimmt. Hey, kommt schon, hört auf mit dem Getuschel. Redet laut.
Vergiss den Verrückten, der kann uns nicht helfen. Ja, ich glaube, er ist derjenige, der Hilfe braucht. Dem König von Silence fehlen eindeutig ein paar Zacken in der Krone. Hey, aufhören! Mein Bruder ist nicht verrückt. Jedenfalls nicht so richtig. Hey, das ist unser letzter Signalschuss. Rini, leg die Pistole zurück. Ja, her damit! No. Lasst sie in Ruhe! Komm her, kleiner Hüpfer. Tut mir leid. Ich will nach Hause. Ich weiß. Hier gefällt's mir doch nicht. Alle streiten herum und kämpfen. Warum bist du nicht König, sondern diese gemeine Schwindlerin? Warum ist sie so böse? Und wieso hat sie die Sucher geschickt? Ich will heim. Ich verspreche dir, ich bring dich nach Hause zurück. Aber wie? Ich finde Janus und er bringt uns zum Thronsaal. Er kennt den Weg dahin. Janus kennt den Weg. Jetzt ruh dich ein bisschen aus. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Okay. Schlaf, kleiner Hüpfer, und vergiss nie, was Papa immer zu uns gesagt hat. Wir sind wie zwei Wolken im Wind. Und weht er uns auseinander, so treffen wir uns im Ozean. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt und nicht beschrieben. Ah, oh, was für eine das schöne Szene. Ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Ganz gerührt. Nicht. Das ist unsere einzige Chance. Also langsam verstehe ich die Geschichte um Noah, aka Cedric. Den Weg aufgemalt und nicht beschrieben. Cedric, ja eigentlich. Ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Okay, die quatschen mal dasselbe. Ist da was zu essen drin? Nicht mehr. Und wenn nicht... Habt ihr schon alles aufgefressen, oder was? Das knistert schön, was? Mhm. Ah, kleine Rini. Ist da was zu essen drin? Nicht mehr. Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt und merkwürdige Statuen. Stell dir einfach vor, das sind nette Babys. Nette Babys. Ist das die gute Nachtgeschichte? Nette Babys? Bergauf? Nee, noch nicht. Ich habe noch den Fuß. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft rüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Von mir aus? Hier, lesen musst du schon selber. Mich zu befreien, folgt mir vom Camp aus am Krater vorbei. Mit dem Herzschlag im Rücken, das Licht des Untergangs im Blick, erwarte ich euch dort, wo der Abgrund nicht tiefer sein könnte. PS, der heilige Gral ist unser. Mit so einer Beschreibung kann man nicht mal seinen eigenen Hintern finden. Du vielleicht nicht. Das Papier stinkt schlimmer als... Okay, egal. Ich finde raus, wo dieser Janus steckt. Das war doch eine eindeutige Wegbeschreibung. Also, ich finde daran ist jetzt nichts auszusetzen. Wer ist Janus überhaupt? Unser wichtigster Mann. Ja, und wer genau? Das mit dem Herzschlag im Rücken verstehe ich nicht. Das ist eine Umkehrung. Vielleicht ist ja auch ein echter Herzschlag gemeint von jemandem, der hinter einem steht. Das ist ganz sicher eine Umkehrung. Vielleicht gibt's auch sowas im regionalen Umkreis. Das Licht des Untergangs, schön und gut. Aber wieso rückwärts zum Herzen? Damit meint er bestimmt, dass man sich umdrehen soll. Also rückwärts zum Sonnenuntergang. Es scheint erstmal so mit dem Sonne... Ja, der Sonne im Rücken, aber zu welcher Uhrzeit? Dieser Abgrund könnte ja auch metaphorisch gemeint sein. So als innerer Abgrund. Vielleicht meint Janus ein Ort, an dem man sich an jemanden erinnert, den man geliebt hat. Vom Honigbaum kommen wir doch gerade. Wenn Janus dort gewesen wäre, dann hätten wir ihn doch gesehen. Meinst du, der ist hier in der Umgebung oder was? Noch mehr? Dieser heilige Gral. Was meint Janus damit?
Keine Ahnung, vielleicht irgendwas Religiöses? Janus ist ein sehr gläubiger Mensch. Diese falsche Königin. Meint ihr euch selbst, Eure Majestät? Was ist nun? Lasst uns losgehen. Hoch, runter. Halt, ich dachte, ich wollte noch mit Sam quatschen. Da geht es ganz bestimmt nicht lang. Nein, da lang. Glaub mir, darauf. Ich kenne Janus besser. Wenn einer seine Botschaft deuten kann, dann ich. Ja, dann mach mal. Denn ich wusste da auch noch gerade nicht, wo lang. So viele Optionen bleiben da ja auch nicht. Hey, die Burg kommt mir irgendwie bekannt vor. Kommt sie? Laubhaufen. Wir haben einen neuen Screen betreten und ich denke mal, das ist für mich jetzt auch die beste Zeit, mal einen Stopp zu machen. Muss euch das ja auch noch ein bisschen kurz zusammenschnibbeln. Wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal wieder bei Silence. In alter Frische. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann. Tschüss!